hier in der Gemarkung oberhalb vom Steinert Kreuzweg. Hinter mir sieht man letztendlich eine sogenannte Komposthalde, die von dem Weingut entsprechend zwischengelagert wurde. Aus ungeklärter Ursache kam es dort zu einem Brand mit einer Gartehütte, die sich hinter dieser Komposthalde befindet. Was jetzt genau die Brandursache ist, kann man zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Für uns halt eben, sagen wir, von der Feuerwehr insofern ein etwas außergewöhnlicher Einsatz, weil es, wie gesagt, einmal außerhalb der eigentlichen Gemarkungsgrenze ist, also der Stadtgrenze, wir das Wasser letztendlich dann auch von weiteren Wegstrecken herholen müssten. Direkt aus Kostheim war das möglich, weil dann ist diese Bahnlinie eine der stärksten Bahnlinien letztendlich hier im südlichen Bereich, die den Weg kreuzt. Also mussten wir von der Hochheimer Straße ca. 800 Meter lange Wasserleitung letztendlich uns hier her an die Einsatzstelle legen. Zwischenzeitlich haben wir die Zeit überbrückt, indem wir durch massiven Einsatz mit GLF 818 letztendlich die Wasserversorgung stabilisiert hatten und hatten demzufolge hier oben insgesamt 6 freiwillige Feuerwehren und die Feuerwache 2 im Einsatz. In der Spitzezeit waren es insgesamt 5 C-Rohre mit 3 Drucks und der PA, die im Einsatz waren. Sachschaden derzeit auch noch letztendlich noch unbestimmt, wird sich im Laufe des Abends noch herausstellen. Die eigentliche Brandbekämpfung ist abgeschlossen. Wir sind jetzt in den Nachlöscharbeiten drin. Hier hat der eigentliche Eigentümer dieser Komposthalde uns letztendlich seinen Radlader zur Verfügung gestellt, der von einem Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Mainz-Kostheim letztendlich gefahren wird. Das Ganze ziehen wir auseinander, löschen es noch großzügig letztendlich mit 2 C-Rohre ab. Das Ganze wird auch noch mit Sicherheit eine gute Stunde dauern, bis wir soweit fertig sind. Wir werden also auch mit Sicherheit noch mal so 2-3 Stunden in der Brandwacht hier oben haben, um das Ganze zu machen.